Mary Jane Watson, Mitherausgeberin, Recherchenotizen. Was vor ein paar Tagen als Museumsdiebstahl begann, ist zu einem brutalen Angriff auf die Stadt geworden. Und es gibt mehr und mehr Verluste. Nach der beinahe Hinrichtung von Magia Don Hammerhead wurde Captain Yuri Watanabe zwangsweise beurlaubt. Quellen zufolge sagte sie, das hält mich nicht auf. Notiz, später weiterverfolgen, das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. In der Zwischenzeit wurde der für tot erklärte Hammerhead wiederbelebt und konnte aus der Gefangenschaft entkommen. Die Polizei fahndet nach ihm, hat aber keine Spur. Seinen Männern geht es weiterhin um Sable-Waffen und Fahrzeuge, sowie um etwas namens Projekt Olympus. Soweit wir wissen, ist Projekt Olympus ein von Oscorp und Sable finanziertes Projekt. Bio-Verbesserungstechnologie, die Menschen zu unzerstörbaren Supersoldaten machen soll. Hammerhead ist skrupellos und verrückt. Und jetzt offenbar auch unzerstörbar. Eins nach dem anderen. Es geht darum, Hammerhead zu finden. Die Frage ist, was tun wir, wenn wir ihn gefunden haben? Hey MJ, ich folge der Polizei zu einem Oscorp-Werk. Offenbar sind Hammerheads Leute wieder da. Gibt es was Neues zu Yuri? Noch nichts. Du vermisst sie, oder? Ja, wir waren ein gutes Team. Ich meine nicht wie du und ich, aber... naja. Ich weiß. Hör zu, ich habe eine Quelle bei Oscorp. Sie steigern die Produktion dieser Projekt Olympus-Ausrüstung. Darum greifen Hammerheads Männer vermutlich die Fabrik an. Der Olympus-Vertrag läuft mit Sable International. Er gehört zu einem Deal mit Osborn während der Teufelsatemkrise. Die gesamte Ausrüstung soll ins Ausland verschifft werden. Nach Symkaria. Symkaria, Silver Sables Heimatland. Und Schauplatz eines immer blutiger werdenden Bürgerkriegs. Hast du davon gehört? Nein, ich habe die internationalen Krisen nicht verfolgt. Ich war mit unserer eigenen hier in New York beschäftigt. Ist eine irre Geschichte. Ich kläre dich auf, wenn wir mehr Zeit haben. Ja, es wäre schön, mal über etwas anderes als Hammerhead zu reden. Was hältst du von Urlaub, wenn diese Geschichte vorbei ist? Urlaub? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ja, geht mir auch so. Aber ernsthaft, wir könnten es brauchen. Ich fange schon mal an zu planen. Sag mir Bescheid, was bei der Oscorp-Fabrik passiert. Mach ich. Ja, Freunde, was im letzten Part passiert ist, war ja auch echt spektakulär. Vor allen Dingen auch am Ende. Uff. Erstmal herzlich willkommen zurück hier bei Spider-Man. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, aber... Oscorp, sag ich jetzt schon, weil ich schon wieder tief in der Story bin, zugehört habe zwischen diesem Gespräch, zwischen den beiden hier. Ja, Yuri hat tatsächlich doch hier Hammerhead getötet. Dieser Schuss am Kopf hat ihn ausgeknipst. Er wurde einfach zurückgeholt. Er hat ja gesagt, er ist unzerstörbar, ne? Ja, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass der dabei draufgegangen ist. Vor allen Dingen auch durch seine Kopfplatte da. Dachte ich, dass er halt nur bewusstlos ist, aber nö. Ja, und Yuri ist jetzt erstmal suspendiert, erstmal beurlaubt, besser gesagt. Marke weggeschmissen und Waffe wahrscheinlich auch. Kennt man ja so aus so Kopffilmen. Moment mal, ist das ein Tanzwettbewerb? Das liebe ich! Handschuhe aus! Okay, ich gebe etwas an. Das ist nicht deine Gewichtsklasse! Nee, du hast definitiv ein paar Tonnen mehr drauf. Halt dich aus unseren Geschäften raus! Kleine Rüstung, große Rüstung. So, mein Freund. Jetzt kloppe ich dir mal die Hydraulik aus den Knochen.
Na los, Spider-Man! Spielen wir Polente retten! Oh, wie unhöflich! Dieser Kerl mit dem... Oh, hallo, Hinterhalt-Gang! Wo ist euer Kumpel hin? Keiner redet, was? Vielleicht könnt ihr mich wegen der Jetpacks nicht hören! Also, schnapp ihn! Coole Jetpacks, Jungs! Wo kriegt man die denn her? Lasst mich raten, die sind vom Laster gefallen, ja? Wisst ihr, statt immer alles zu stehlen, solltet ihr euch selbst mal was ausdenken. Das ist emotional viel befriedigender. Vielleicht werdet ihr da nicht immer so wütend. Holt ihn da runter! Ich komm gar nicht an die ran. Ihr habt es so gewollt. Wie funktioniert? Nicht den Boden berühren. Na komm her. Au. Na, wie schließt sich das so eingespinnt? Ihr wisst doch, dass ich Fliegen bevorzuge. Ne? Spinne frisst Fliegen. Da fängt Fliegen in seinem Netz. Genau so. Genau so muss man es machen. So, und jetzt? Ach, da ist noch einer da am Start. Genau so mag ich's. So, und wo ist jetzt mein Spielgefährte? Ja, macht Spaß? Tu das nicht. Hey, hey, hey! Komm ruhig näher! Ich warne dich! Ist das eine normale Warnung oder so eine Rotlicht-Warnung? Ist das dir? Nein? Aber wäre toll, wenn's so wäre. Nein! Alles okay? Ja. Ja. Lang nicht gesehen. Für wen arbeitest du? Er arbeitet für Hammerhead. Wo ist dieser Hammerhead? Hey, hey! Können wir das nicht ganz normal bei einem Kaffee besprechen? Übrigens, ich mag dein neues Hovercrafting. Sag mir alles, was du weißt. Ohne Waffe vor der Nase ginge das besser. Du hast 3 Sekunden. Steck die Waffen weg und... 1. Muss das denn wirklich sein? 2. 6, 9, 7 und 11. 3. Du wirkst etwas gestresst. Vielleicht hilft der Tiefenatmung. Ein, aus, ein, aus. Sag mir, wo Hammerhead ist. Wenn ich das wüsste. Aber wir könnten ihn gemeinsam suchen, statt uns zu bekämpfen. Gemeinsam? Niemals. Was habe ich dir getan? Moment, hörst du dir etwa Jamesons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiehlt. Ich habe nichts zugelassen. Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade, auf ganzer Linie. Oh, das tut weh. Aber stimmt schon. Wer weiß, vielleicht steckst du mit ihm unter einer Decke. Wow, jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus und ertrage die Konsequenzen. Mich raushalten, während du was tust? Hammerhead finden und retten. Viel Glück dabei. Der stirbt nicht so leicht. Wir werden sehen. Ah, die ist wirklich krass. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ansonsten sieht man hier kein Land.
zusammentun würde ich sogar noch besser finden. Au, als dich zu bekämpfen. Weil die auch meine Schläge überhaupt nichts ausmachen, so wie es mir scheint. Au. Ey, voll die fiese Kombo. Verdammt! Was ist passiert? Ich dachte, du bist ein guter Kerl. Ich bin gut in meinem Job. Aber ich bin kein Kerl. Übersetzungsfehler, schätze ich. Was ist denn mit Danke mir, indem du nicht stirbst? Sehr nette Begrüßung, ey. Ich hoffe, dir geht's gut. Hey MJ, rate, wer wieder da ist. Silver Sable, ich weiß. Woher weißt du das? Es ist mein Job, sowas zu wissen. Sie ist wohl hier, um Hammerhead am Diebstahl ihrer Lieferung zu hindern. Vielleicht könntet ihr euch zusammentun. Ja, das ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich. Hör zu, ich sehe mir diese Symcaria-Story weiter an. Es ist... Das Gespräch hat nirgendwo hingeführt. Screwball, wie hast du... Schnell, komm zur Ecke 8 und Perman, bevor ich und meine Fans einschlafe! Was will sie wohl dieses Mal? Beeilung, bevor sie jemanden verletzt. Und schon wieder Screwball. Ich hasse dich mit deiner blöden Show. Die ist null unterhaltsam. Toll. Was soll MJ jetzt denken? Ich habe sie nicht weggedrückt. Ah, Staffel 3 von Screwballs komischer Show. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nicht? Oh, Schluss mit der miesen Stimmung. Wir bringen Millionen von Fans Spaß. Ich habe wirklich große Pläne. Wenn wir 50 Millionen Follower schaffen, gibt's eine Exklusivparty für treue Fans. Eine Party, ja? Klingt nach einer perfekten Gelegenheit, sie für immer loszuwerden. Bis zu dieser Party sollte ich mitspielen. Ja, scheint mir so. Oh, wir haben einen neuen Anzug. Welcher Anzug ist denn hier neu? Da, der. Oh, cool. Das sieht eher so aus wie so ein Power Ranger Mech. Ja, vielleicht sollte ich mich auch einfach mal in Rüstung Hoffentlich ist Trueboss ihr. Hey, warum wollt ihr schon gehen? Ich muss diesen Stream abschalten. Aber zuerst zu den Bomben. Screwballs-Fans sind außer Kontrolle. Finde die Bomben und kümmere dich um sie, bevor die Zeit abläuft. Du bist auf der richtigen Spur. Du bist jetzt da. Nutze Fotobombenziele, um ja mehr Punkte, bla bla bla. Bleibt alle dran! Gleich kommt noch eine Fotobombe! Ah, okay. Ja! Da ist echt Feuer drin! Ach so, ich hatte gleich bei der ersten Kiste das Glück, die richtige Kiste zu treffen. Na dann. Das ist ja okay. Aber kommst du zu spät? Hast du sie noch nicht gesehen? Ugh.
keine Explosion. Ich weiß nicht, ob ein Filter da viel nützt. Ja, Entschuldigung. Oh, es wird wärmer. Was machst du? Sie ist genau da. Okay, noch eine. Wow! Das wird sofort weitergeteilt. Ja, genau. Teil mal die Explosion. Screwball, ey. Dass die sich auch die echt die Mühe macht, sich so bekloppte Sachen auszudenken. Och nö. So, jetzt aber hier. Komm, aussteigen, mein Freund. Kurz mal das ganze Ding stoppen. Hätte besser sein können. Egal. Nur, dass du es weißt, das kommt in die witzigen Outtakes. MJ, sorry wegen der Unterbrechung. Es war was mit Screwball. Mal wieder. In letzter Zeit sind viele Frauen in deinem Leben. Und alle sind sehr fordernd. Außer dir natürlich. Ha, ich bin also nicht fordernd? Nein. Es sei denn, du willst fordernd sein. Und in dem Fall, forderst du mich auf die richtige Weise. Gut gemacht. Dankeschön. Okay, ich sehe mir weiter Hammerheads Pläne an und melde mich, wenn ich etwas Forderndes finde. Und ich schwinge mich derweil durch die Stadt und mache Spidey-Sachen. Oh, Spider-Man. Schön verhaspelt. Ja, gut. Machen wir doch einfach weiter mit Screwball-Kram. Damit wir das hinter uns haben. Und vielleicht können wir sie endlich festsetzen. Dann alle ist das Gefühl von Screwball endlich. Könnten Hammerheads Leute sein. Geschichte. Ich muss hin. Aber erst muss ich mich um Screwball kümmern. Das wird zwar wieder eine wilde Klopperei, aber zum Abschluss des Partes ist das doch eigentlich ganz erfrischend. Ist ja nicht so, als wenn wir uns mit den Hammerhead-Idioten in Sable-Rüstung jetzt total... Hey Peter, ich wollte dich mal melden. Hast du zu tun? Ja, schon. Wie läuft's mit den Aufgaben? Meinst du Hausaufgaben oder Spinnenaufgaben? Beides, aber Schule geht vor. Die Schulsachen sind fertig. Ich sitze gerade in den Spinnenaufgaben, aber... Warum lässt du mich Physik und Analysis büffeln? Sollte ich nicht mit Netzschießern und Geräten und so üben? Okay, Quizfrage. Wenn ein Pendel 40 Meter lang und in einem Winkel von 45 Grad befestigt ist, wie tief fällt es an seinem tiefsten Punkt? 1172 Meter. Ist das wichtig? Es ist sehr wichtig, wenn du das Pendel bist. Was? Oh, warte, du rechnest das alles im Kopf aus? Ich meine, während du durch die Stadt schwingst? Das muss ich. Und du auch, wenn du gut darin werden willst. Wow, das wusste ich nicht. Okay, dann mache ich lieber weiter. Ja, solltest du. Und ich mache auch lieber weiter. Okay, bereit? Meine Fans haben einen Troll gesucht, dessen Avatar echt wie ein Spider-Man-Anzug aussah. Ja! Ich muss die Typen wieder hinter Gitter bringen! Das kriegen wir hin. Boah! Wo findet sie diese Typen? Hoffentlich bist du bereit! Genau. Wir sind live! Und wir brennen! Wie jedes Mal. Weiter so, Spidey! Wer möchte Fotobomben sehen? Oh, ich will! Schau, noch mehr von meinen Fans! Oh, mit dir fühlt sich ein Mädchen wirklich geliebt! Das wird schmecken! Zack! Ja, ist ja okay, Screwball. Das kommt doch nicht durch!
wartet und ihr wisst, was das heißt. Autsch! Ah, durchhalten, Spidey. Der Stream muss weitergehen. Verabschiede dich! Ich hab den Typen abgeschossen. Oh, das ist überhaupt nicht cool. Was du? Nur ein Schuss. Du hast die Protobombe verfehlt. Das macht mich fertig. Mich macht auch einiges fertig. Nur eine Frage der Zeit. Was war das denn? So, jetzt schieße ich euch vom Dach. So. Gut, das sollte weitergehen. Legen wir einen Sand zu! Peter, bereit machen! Es ist Protobombenzeit! Boah, was? Versuch's doch, Schatz! Na komm! Handschuhe aus! Okay, nett, Schießer! Weg damit! Wow! Ein tolles Foto! Wie viele runterfallen! So, Dicker, komm. Komm, ich steh auf! Los, steh Endstation. Auf! Ich steh jetzt nicht auf. Filter bereit machen, es ist Protobombenzeit! Hallo, ich hab doch... Handschuhe gehabt. Ihr seid geschärft! Hier werd ich's zeigen! Ja! Ich hab mich verliebt! Schockierend. Nee, ist Bubo, lass mal. Das Gefolge, Spidey. Und es werden mehr. Macht die Fotobombe! Ist vorbei, Männer! Komm zurück! Versuch! Bist du ein Profi? So langsam? Ja. Jetzt gib dir mal Mühe. Du machst dich ja lächerlich. Ja, wenn du nicht so viele Schützen hättest, dann wäre das okay. Stirb, bitte! Nee, sterben ist heute nicht. Na los, dürres Männchen. Nein, das war der Falsche. Was zum Teufel? Ja, weiß ich. Ihr habt es so gewollt! Und gute Nacht! Du, ihr Gauner da drüben. Das war's! Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Oh, das ist nur ein... Block da runtergefallen. Das dauert... Das hat mir jetzt beinahe so weh wie dir. Komm, tschüss. Boah, war das knapp. Wie in der Schule. Ich bin immer nur mittelmäßig. Das langt auch. So. Da ist der nächste. Da können wir auch noch hinschwingen. Warte mal, wie viel Screwball-Kram haben wir denn noch? 1, 2, 3. Ja, fällt schon was zu diesem Auftritt ein, aber... Das wäre dann Ü18. Ach, Screwball. Auf jeden Fall würde ich sagen, den Rest machen wir... Ist okay. Den Rest machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.